Mich selber hat es überrascht, was man in Sachen Beta-Bildung, könnte man ja fast schon sagen, Beta-Entwicklung, alles entwickeln kann. Ja? Mich hat es überrascht. Ich war ein bisschen schockiert, habe mich auch ein bisschen dumm gefühlt. Ich wünsche euch und uns, dass wir uns dumm fühlen werden in dieser Form. Ja? Also weiter lernen bedeutet ja immer, dass man sich auch mal 15 Minuten dumm fühlt. Es ist Autor und Co-Autor zahlreicher Businessbücher, White Papers, Essays, die sehr gehaltvoll und immer unterhaltsam sind, wie ich finde. Er ist Unternehmer, unter anderem provokanter Speaker und deswegen wahrscheinlich auch ganz gern eingeladen in Podcasts und Podiumsdiskussionen, sämtlichen Events. Er ist natürlich erfahrener Berater, Ratgeber für zeitgemäße Unternehmensführung und selbsternannter Management-Exorzist. Das gefällt mir besonders gut. Und natürlich ist er Gründer des Beta-Codex Network, das er unter anderem mit der Valeria Carvalho 2008 gegründet hat. Eine der Motivationen war die Erkenntnisse, die zuvor jahrelang in Praxis- und Theorieforschung gesammelt wurden, also die wirklich Open Source frei zur Verfügung zu stellen und das international. Und bemerkenswert ist natürlich auch so die Hartnäckigkeit, finde ich, Nils, die du dabei an den Tag legst, diese wichtigen Themen in die Welt zu tragen. Ja, heute im 14. Jahr des Netzwerks existiert so wirklich eine Riesenfülle an White Papers und Materialien, um sich diesem wichtigen Themenkomplex zu nähern. Und nicht nur das Netzwerk ist gewachsen und das Universum mit zahlreichen Planeten ist entstanden oder ein Universum. Das ist das Bild, was Nils, was du im Februar in deinem Intro-Talk, glaube ich, zum ersten Mal so gezeichnet hast. Zumindest ist es mir da zum ersten Mal aufgefallen. Und ich glaube, es ist ganz richtig, wenn ich sage, das ist jetzt dein heutiger Impuls. Damit knüpfst du quasi an den Februar an. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, dir das Mikro zu überreichen und herzlich willkommen. Jetzt ist das Mikro auch da. Schön, dass ihr alle dabei seid. Es ist natürlich ein großer Genuss, dieses immer bei diesen Meetups mal wieder dabei sein zu dürfen, und zu sehen, wie sich die Community natürlich auch verändert, wie sich die Themen dann doch ein bisschen schieben, auch in den Meetups, wie sich die Herangehensweise und die Dinge, die die Teilnehmenden sagen, verändern, in diesen Meetups. Für diese Session habe ich mir überlegt, tatsächlich nochmal darauf zurückzugreifen, auf dieses Thema Beta-Universum, weil ich glaube, es ist nicht ganz selbsterklärend, was damit eigentlich passiert und was passiert mit Beta oder in Beta. Ja? Andere Communities haben es da leichter. Nehmen wir mal Scrum, da geht es darum, Geld anzuhäufen. Das ist so ein bisschen wie dieser Drache Smaug in Der Hobbit. Ja? Da geht es also offensichtlich darum, doch Geld anzuhäufen. Das dachte man am Anfang nicht so. Die Scrum-Community ist ja offensichtlich, haben wir jetzt so gelernt, so wie dieser Drache Smaug. Man legt sich da auf das Gold und auf die Diamanten und den Schmuck drauf und hat da den Bauch schön fett auf dem Schatz liegen und verteidigt den auch gegen Außenstehende, wenn es nötig ist. Viele Communities handeln davon, einfach Geld zu machen, natürlich. Und Beta bietet sich da irgendwie nicht so an. Also irgendwie kann man dieses Beta, das ist auch, und ich sage das jetzt ja hier so ein bisschen ironisch auch über eine Community wie die agile Community, wenn es da um Geld machen geht. Aber natürlich kann man das Gleiche auch über Beta sagen. Irgendwie ist Beta so eine Community da. Will es nicht so richtig klar werden, wie man das Ding anzupacken hat und wie man da Kunden auch dahin bekommt, das zu tun oder die eigene Organisation, im Fall von Joachim ja zum Beispiel, die eigene Organisation weiterzuentwickeln, ist alles nicht so eindeutig. Ja? Man könnte auch sagen, Beta bietet sich vielleicht nicht ganz so stark dazu an, es in eine Industrie zu verwandeln, in Produkte zu verwandeln. Und das kann man gut finden und schlecht finden. Es hat wahrscheinlich hat eine gute Seite und es hat wahrscheinlich eine schlechte Seite, diese Tatsache. Ja. Und man könnte jetzt sagen, ja, Beta ist edgy, Beta ist ein bisschen avantgardistisch, das ist ganz schön. Man kann aber sicherlich auch sagen, naja, Beta ist auch sperrig. Man hat ja immer so den Eindruck, oder viele unserer Community-Mitglieder haben wahrscheinlich den Eindruck, dass da nicht so, dass man das nicht so leicht an den Mann, an die Frau, an das Unternehmen, die Organisation bekommt. Andererseits hat sich aber in den letzten Jahren so einiges getan und deshalb kam die Idee des Beta-Universums zustande, vor ein paar Monaten, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, was ich in so einem Meetup mal Frisches erzählen könnte darüber, wie man Beta betrachten kann. Und diese Idee des Beta-Universums, ich finde, die ist einen zweiten Blick wert und diesen zweiten Blick möchte ich jetzt an dieser Stelle nochmal vorschlagen, dass wir den gemeinsam draufwerfen.
Also das Beta-Universum ist eine Metapher, die sagen soll, was tut sich denn im Bereich Beta, was bewegt sich denn da, was kann man tun, was kann jeder Einzelne von uns auch tun, organisieren, beitragen, in welchen Sphären kann man da unterwegs sein und ja, vielleicht, wie kann man da auch da seinen Lebensunterhalt damit bestreiten. Und das ist ja für gerade für diejenigen von uns und euch, die Berater, Trainer, Coach, Selbstständige sind, gar nicht mal so unwichtig. Ja, wie kann man das auch kommerzialisieren? Ja, und zwar jetzt ohne die Ideen, Grundidee vielleicht zu pervertieren, sondern in dem Sinne tatsächlich Organisationen zu transformieren, bessere Unternehmensführung zu ermöglichen, zumindest zu begünstigen oder sie vielleicht sogar tatsächlich hervorzubringen in der eigenen Organisation, in Kundenorganisationen und so weiter. Ja. Die Idee des Beta-Universums, finde ich, ist auch deswegen in diesem Jahr gerade gut diskutierbar, weil sich in diesem Spektrum eben doch so einiges getan hat. Und da möchte ich euch nochmal ein kleines Update dazu zeigen, bevor ich noch ein paar Gedanken dazu mit euch teile. Das ist jetzt aber nicht, dass wir uns missverstehen, ein subjektiver Blick darauf, was in Beta so passiert. Wir müssen uns da auch nicht ganz einig sein. Es könnte sogar sein, dass ich irgendwas vergessen habe und ich möchte euch bitten, da gegebenenfalls dann was dazu zu sagen. Es gibt ja auch gleich noch eine Diskurssession dazu, die wir haben können. Also wir können auch darüber diskutieren, was daran vielleicht falsch ist. Es geht hier nicht um falsch oder richtig, sondern eigentlich nur um eine Einordnung oder einen Überblick. Ja, was tut sich denn in Beta? Ja? Und in den letzten Wochen haben sich da auch wieder ein paar Dinge verschoben, die, glaube ich, erwähnenswert sind. Also hier nochmal zur Erinnerung. Beta hat eine lange Geschichte. Ja, Beta-Praxis, Beta-Organisationen gibt es seit über 50 Jahren, mindestens, eigentlich, wahrscheinlich kann man da noch viel weiter zurückdenken, gibt es Beta-Organisationen wahrscheinlich schon seit 100 Jahren, aber so die einige primäre Fallbeispiele, die sind vor ungefähr 50 Jahren, in den 70er Jahren entstanden, Southwest Airlines, Aldi sicherlich auch in der Zeit ungefähr, Toyota, Handelsbanken, dann ein bisschen später Semco und andere, also es gibt schon eine ganze Reihe von solchen Fallbeispielen. Gerade in Industries übrigens auch noch, fällt mir gerade ein. Das habe ich auch in den 70ern entstanden. Es gibt eine ganze Reihe von Fallbeispielen. Eigentlich muss man sich wundern, dass sich die Sache so wenig verbreitet hat zwischendurch. Aber dieses Thema diskutieren wir ja häufig. Naja, das Modell gibt es immerhin seit 20 Jahren. Ist also auch nicht so ganz frisch. Und da, bei 20 Jahren nehme ich darauf Bezug, dass es ja schon in der Beyond Budgeting Community ausentwickelt wurde mit 12 Prinzipien. Die haben wir immer wieder noch ein bisschen weiterentwickelt und in Beta auch schon zweimal revidiert, wie soll ich sagen, als Formulierung verfeinert, kompakter gemacht, präziser gemacht, genauer, catchier, aktueller gemacht. Ja. 13 Jahre gibt es jetzt unsere Community, das Beta Codex Network. Jetzt ist natürlich die Frage, kriegen wir jetzt langsam den Warp-Antrieb, ja, um das Beta-Universum etwas weiterzutreiben. In Star Trek ist das ja so, die Menschheit kommt erst aus den Puschen, als sie den Warp-Antrieb entwickelt und dann die Vulkanier, glaube ich, auf uns aufmerksam werden. Also da müssen wir jetzt langsam mal hinkommen. Also wir müssen ein bisschen Speed zulegen. Ja. Zweite Hypothese für eine gesunde Community muss es möglich sein, dass Teilen der Community durch das Thema, an dem diese Community arbeitet, auch ein Einkommen oder ein Auskommen entsteht. Ja. Dritter wichtiger Punkt unserer Community hier ist, das ist Open Source. Die Konzepte sind frei nutzbar. Wir wollen keine Zugangsbeschränkungen, keine Zertifizierungsmaschinerie finden und aufbauen. Beta soll und muss weiter frei nutzbar sein. Ansonsten würde es den Gedanken, auf dem es fußt, pervertieren. Und ich möchte daran erinnern, wir haben die Beta-Codex-Community auch vor 13 Jahren gegründet, weil nämlich die Vorgänger-Community, die Beyond Budgeting-Community, gerade nicht Open Source war und nicht die Forschung frei zugänglich gemacht hat und nicht mit allen auf der Welt die Ergebnisse freigeteilt hat. Es war ein Kampf, immer mal wieder was zu teilen. Auch ich musste damals sozusagen kämpfen, um dann bestimmte Sachen preisgeben zu dürfen aus der Beyond Budgeting Forschung. Mittlerweile ist das ganz anders. Jeder von uns kann forschen, kann Forschungsbeiträge leisten. Jeder von uns kann alles teilen, soll auch alles teilen und eigentlich verpflichtet sich auch alles Mögliche zu teilen. Das gilt für mich auch, wenn ich irgendwelche Konzepte habe, ich bin im Grunde verpflichtet, es frei zu teilen, wenn jemand mich fragt. Und das tue ich auch. Ja. Und das gilt für alles natürlich immer, es gibt eine Grenze. Erstmal heißt Open Source natürlich nicht, dass man alles kostenlos zur Verfügung stellt. Man kann durchaus Geld für Dinge nehmen. Wenn ich Bücher schreibe, verkaufen, muss man die ja auch verkaufen. Die kann man jetzt nicht verschenken. Das ist ja nicht, Open Source ist ja nicht wie frei Bier, sondern wie freie Rede, ne, sagen die Experten dazu. Und hier der vierte Punkt, Nutzererwähnung nochmal, das Beta-Universum wartet darauf, erforscht, erweitert und besiedelt zu werden. Und das ist halt, deswegen passt das Thema hier schön in die Community. Jeder von euch darf, kann, soll und eigentlich muss Beiträge leisten, ne, damit dieses Universum wachsen kann. So, jetzt aber nochmal der Blick aufs Universum. So wie ich es sehe, rein subjektiv, ach, wir haben die neue Website seit 3-4 Jahren.
Wir haben einiges an Papers, das ist seit 13 Jahren. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, auch erst ein neues Paper geschrieben. Organisationsphysik in Follett's Worten. Das ist, glaube ich, Paper Nummer 18. Natürlich wartet, oder es gibt keine Grenzen dafür, die solche Forschungspapers zu verfassen. Dieses Paper ist meiner Ansicht nach auch ein schönes Beispiel dafür, was man individuell als Einzelner für relevante Forschung machen kann. Denn letztendlich haben wir, Sid und ich, dieses Paper einfach so geschrieben mit der Literatur von Mary Follett als Referenz und haben dieses Paper verfasst. War eine Menge Arbeit, hat bestimmt eine Woche Arbeit gekostet, aber ich glaube, ihr könnt sehen, dass das ein gewisser Forschungsbeitrag ist, nämlich zurückzugehen in der Geschichte und bei Mary Follett nach den Ursprüngen von Beta und Organisationsphysik zu suchen. Ein typisches Beispiel, finde ich, wie man Forschung betreiben kann, die durchaus auch einen akademischen Anspruch hat, so meine ich. Will ich jetzt nicht viel dazu sagen, wir haben Meetups, wir haben unser Slack-Forum, ja, ist derzeit nicht so viel los, wir haben Podcasts, Elisabeth möchte ich da wieder mal hervorheben, die unfassbar rührig ihren Podcaster betreibt mit vielen Impulsgebern. Und diese ganzen Aktivitäten, habe ich jetzt bestimmt irgendwas vergessen, nenne ich mal Tell the World. Also es ist der Teil des Beta-Universums, in dem es der Hauptaspekt sicherlich ist, der Welt von Beta zu erzählen. Ja? Die frohe Kunde bekannt zu machen. Ja? Dann gibt es sowas wie Grundlagenforschung, würde ich sagen. Da würde ich jetzt mal drei Beispiele nur nennen. Das ist nicht erschöpfend hier. Organisationsphysik 2011, Change als Flippen 2015. Beides zuerst übrigens in Beta Codex Papers veröffentlicht am Anfang. Learning Circles by Red42, also die Lerntechnologie, die mittlerweile in Discourse eingeflossen ist. Kommen wir gleich dazu. Auch eine Grundlagenarbeit von 2019. Nenne ich jetzt mal Theorize the System, ja, das System theoretisch begründen, theoretisch erweitern, konzeptionelle Beiträge zu leisten. Und dann eine weitere Front, könnte man sagen, Work the System. Ist sicherlich auch noch nicht ganz ausgeschöpft. Da haben wir drei Sozialtechnologien entwickelt, weiterentwickelt, lanciert, publik gemacht in den letzten paar Jahren. Die gehen alle auf Silke und mich zurück, haben aber ihre Ursprünge auch schon wieder in der Arbeit anderer Kolleginnen und Kollegen, in der Arbeit vom Beyond Budgeting Roundtable. Bei Open Space Beta gibt es eine Wurzel in der Arbeit von Daniel Messick. Relative Ziele geht stark auf Beyond Budgeting zurück. Diese drei Ansätze, da haben wir auch eine Website dazu. Das sind Bücher, die Bücher in Deutsch von Open Space Beta und Zellstrukturdesign sind veröffentlicht. Relative Ziele kommt bald. Also wir wissen mittlerweile eigentlich auch sehr gut, wie man Beta in sowas wie Beratungsprodukte verpackt. So, und dann gibt es jetzt eben seit kürzester Zeit noch einen anderen Teil des Beta-Universums. Und das ist eigene Unternehmen, die eigene Dienstleistungen machen, die nicht Work the System sind, also nicht Kern von Beta produzieren, sondern die in diesem Universum Beiträge machen oder Dinge tun, die auf Beta einzahlen. Discourse ist da, glaube ich, das erste sehr schöne Beispiel. Discourse basiert auf Learning Circles by Red42, also ist ein didaktisches Modell, das dahinter liegt. Das ist ein Online-Business, das weltweit funktioniert. Wir haben schon Partner in 7 Sprachen. Lanciert haben wir ja gerade im letzten Monat. Discourse ist auch wieder ist auch zum ersten Mal eine Gründung von Mitgliedern dieses Netzwerks. Ne? Die Vettorellis, Diana Vettorelli, Victor Vettorelli, Hermann und ich. Wir haben Discourse zusammen gegründet, sind andere Partner an Bord. François Lavallier aus Kanada, Agnes Choi aus Korea, Julio Principe, den kennen die meisten von euch sicherlich noch nicht, aus Lima in Peru und Valeria Carvalho, eine der Mitbegründerinnen unseres Netzwerks, sind da Partner. Das heißt, hier kommen zum ersten Mal eine ganze Menge Akteure aus unserem Netzwerk in einem unternehmerischen Kontext zusammen und tun gemeinsam was unternehmerisch. Eine andere neuere Entwicklung, die noch frischer ist und noch weniger sichtbar ist, weil da der Launch noch bevorsteht, ist Distinctions. Und ich sage noch nicht, wie das Produkt heißt. Distinctions ist der Firmenname. Da geht es um einen Persönlichkeitsansatz, der beta-konform ist und wo das Produkt schon so designt ist, dass es komplett auf Selbstorganisation setzt und diesen Gedanken auch weiterbringt. Es ist kein Beta-Kodex-Produkt. Es geht nicht um den Beta-Kodex, sondern es geht um Persönlichkeit. Persönlichkeitsdiagnostik, Teamentwicklung in diesem Geschäft. Das ist ein Business, das Silke ganz stark vorantreibt und hinter dem Silke unter anderem steht. Mehr davon werdet ihr in den nächsten Monaten sicherlich hören. Und Distinctions ist halt super spannend insofern, als es direkt auf den Gedanken der Selbstorganisation und Beta einzahlt, ohne direkt organisationale Transformationen erzeugen zu wollen. Also es beeinflusst sozusagen
ohne direkt jetzt transformational zu sein, anders als eben Work the System, dass immer gleich Arbeit im Transformationskontext einer Organisation ist. Also Discourse ist gerade gelauncht, Distinctions kommt und ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber in den letzten Wochen haben wir unser kleinere Verlagsmarke Beta Codex Publishing umbenannt in Follett, um damit auch Mary Parker Follett mal Referenz zu erweisen. Wir nennen unseren Verlag sozusagen den Beta Codex Verlag Follett und mit Follett haben Silke und ich eben auch vor, Bücher anderer Autoren zu verlegen. Nicht nur unsere Bücher in verschiedenen Sprachen, jetzt ist gerade Französisch, Organisation für Komplexität auf Französisch erschienen, es kommt demnächst Kroatisch, es kommt demnächst Spanisch, kommt in einem anderen kommerziellen Verlag. Wir machen ein Buch von Mary Follett in den nächsten Monaten. Hier werden wir also verschiedene Bücher, eigene Bücher und die anderer Autoren verlegen. Und das ist auch eine schöne Publikationsplattform, die es ermöglicht, gute Bücher, schöne Bücher, coole und sexy Bücher zu machen. Mit Bücher und anderen Lernmaterialien, vielleicht sollte ich es etwas breiter anlegen, die auf Beta einzahlen, für unsere Community was leisten, ohne dass man jetzt direkt immer Transformationen direkt in den Vordergrund stellen muss. Na, also hier dürft ihr einiges erwarten, dass sozusagen die unternehmerischen Fronten, in denen Silke und ich jetzt sehr stark tätig sind in diesem Jahr, volle Distinctions und Discourse. Und natürlich sind ja auch noch viele, viele andere Dinge denkbar, aber gerade Discourse, ne, als eine webbasierte App, gut, es gibt Discourse Live, haptisch wird es auch geben, aber es ist auch ein Online-Business, das international funktioniert, das alle Organisationen gebrauchen können, egal wie sie aufgestellt sind, in welcher Industrie. Ja, alle können diese Lernplattformen und Entwicklungsplattformen verwenden. Und das ist ein schöner Weg, glaube ich, wie wir langsam den Beta-Gedanken dann auch weiter betreiben können in Organisationen mit Partnern. Learn the System nenne ich das mal, diesen Teil hier. Also Tell the World, es gibt Theorize the System, es gibt Work the System und es gibt Learn the System. Ja, und dann sind ja einige von euch auch noch in anderen Kontexten unterwegs. Ich nenne hier nur mal, die Kollegen sind auch da von Colliferry, ich hoffe, ich spreche das richtig ein, Colliferry. Red42 ist ein Dienstleister, wir machen Beratung im Bereich Beta. Colliferry, mein Kollegen Simon und seine Partnerin, die ja auch hier gerade in dem Meetup ist, deren Namen ich gerade nicht präsent habe. Wir müssen uns übrigens mal kennenlernen, persönlich und mal treffen, denn ich denke, die Vernetzung zwischen den Akteuren, die Beratung machen, ist natürlich auch absolut unverzichtbar. Ja? Also wenn wir uns hier nicht vernetzen, dann verschenken wir auch das Potenzial. Wir haben eine Studie angesetzt, die wollten wir dieses Jahr durchführen, wegen Corona verschieben ist es weiter. Demokratie, Unternehmen heißen die. In dieser Woche ist noch die Chameleon-Konferenz in Zagreb. Na gut, das Konferenzbusiness hatte auch eine schwere Zeit wegen Corona, aber da kann man ja jetzt weiterdenken. Es tut sich eine ganze Menge in diesem Beta-Universum. Ja? Und ich glaube, was man sagen kann, ist, es ergibt sich doch, wenn ihr das euch jetzt anschaut, hoffe ich, hier ein relativ klares Bild, was man alles tun kann, um Beta direkt oder indirekt weiterzubringen. Ja, also die Möglichkeiten, sich unternehmerisch zu engagieren, mit Beta, in Beta, das in die eigene Arbeit einzufließen zu lassen, egal ob, auch wenn man selbstständiger ist, auch wenn man jetzt nicht Bücher schreiben will. Also es gibt ganz viele vielfältige Möglichkeiten, sich Beta zu eigen zu machen, es in die Arbeit einfließen zu lassen und daraus durchaus auch einen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und die Beispiele, die ich da eben gezeigt habe, sind da vielleicht ein ganz schöner Ansatz, um das auch weiterzudenken. Übrigens fällt mir jetzt an Marika. Ne? Marika. Sehr schön. Jetzt ist mir auch dein Name wieder aufgefallen. Sehr schön. Auf eine Sache möchte ich euch auf jeden Fall ganz besonders hinweisen. Also das hat mich auch, ehrlich gesagt, erstaunt dieses Jahr und überrascht und auch selber schockiert, was alles möglich ist. Denn ich hatte ja nicht geglaubt, dass sowas wie Discourse möglich ist, dass es möglich ist, ein Online-Tool zur Verfügung zu stellen, mit dem sich Beta komplett skalierbar für jeden auf der ganzen Welt, von jedem auf der ganzen Welt lernen lassen kann, alle parallel. Ich habe das für komplett unmöglich gehalten. Nicht, weil ich Workshops so toll finde oder persönliches Lehren und so besonders toll finden würde, aber ich habe es für unmöglich gehalten, im Online-Format Lernen so intensiv zu machen, so dicht zu machen, so kompakt zu machen und so selbstorganisiert zu machen, dass in jeder Organisation, auch wenn sie 100.000, 200.000, 300.000 Leute hat, Beta komplett lernbar ist. Ja, mittlerweile musste ich da wirklich irgendwann anfangen, im ersten Quartal oder so dieses Jahres, als die Kollegen mir gezeigt haben, was sie schon geleistet hatten, was sie schon programmiert hatten und entwickelt hatten, musste ich da meine Meinung ändern. Das heißt, es ist viel mehr möglich, als wir glauben. Ich schließe jetzt mal, bitte erlaubt mir, dass ich mal von mir auf euch schließe. Das sollte man nicht tun normalerweise. Aber mich selber hat es überrascht, was man in Sachen
Beta-Bildung, könnte man ja fast schon sagen, Beta-Entwicklung, alles entwickeln kann. Ja? Mich hat es überrascht, ich war ein bisschen schockiert, habe mich auch ein bisschen dumm gefühlt. Ich wünsche euch und uns, dass wir uns dumm fühlen werden in dieser Form. Ja? Also weiter lernen bedeutet ja immer, dass man sich auch mal 15 Minuten dumm fühlt. Ich wünsche uns, dass uns das noch oft passiert bei der Erweiterung, bei der aktiven Erweiterung dieses Beta-Universums. Ja? Ich bedanke mich erstmal bei euch für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es waren für euch Gedanken dabei, die auf irgendwas einzahlen, die vielleicht bei euch für Resonanz sorgen. Wenn ihr Lust habt, das Ganze zu diskutieren, kommt bitte in meine Session. Dann können wir darüber weiter diskutieren. Wir müssen uns da nicht einig sein. Aber ich glaube, es geht darum, dass wir eben auch versuchen, uns als Community in diesem Meetup und darüber hinaus selbstverständlich, dass wir versuchen auch zu beforschen, was gibt es denn da für Möglichkeiten von Dingen, die wir noch gar nicht gedacht und gemacht haben. Ja. Herzlichen Dank erstmal an die Organisatoren. Anke, ich reiche das Mikrofon zurück per Zoom an dich. Vielen Dank erstmal für die Gelegenheit, diese Worte hier teilen zu können.